the morning, about a quarter till three. I'm sitting here talking with my baby over cigarettes and coffee. And to tell you that, darling, I've been so satisfied. Honey, since I've met you, baby, since I've met you, oh, days that I've been around. Doch als der Rabe die Türe erneut mit seinem schwarz glänzenden Schnabel zwischen seinen dunklen, stechenden, böswilligen Augen liegend, die Türe unbändig zu bearbeiten begann, wusste sie, dass das Omen der Götter nichts Gutes mehr für sie verhieß. Ja, und was würden Sie dazu sagen, Marianne? Also ich denke, dass sie an Wahnvorstellungen leidet oder etwas in der Art und dass sie auch denkt, dass der Rabe etwas gegen sie hat. Okay. Sonst noch wer eine Idee, wie man diesen Satz deuten könnte? Anja, bitte konzentrieren Sie sich auf den Unterricht. Schlafen können Sie zu Hause. Machen Sie sich klar, dass die Schule wichtig ist. Nun gut. Die Stunde ist eh gleich vorbei und wir haben bald Ferien. Ich brauche aber noch eine Note. Wir haben den Aufsatz letzten Donnerstag ausfallen lassen. Ich hätte gerne, dass Sie einen Vortrag machen über die Ferien. Thema ist frei, können Sie frei wählen, aber die Gruppen werde ich auslosen. Geht so? Weil ich weiß, wie undiszipliniert Sie sonst zusammenarbeiten. Dankeschön. Ich muss mir unbedingt einen Geschirrspüler kaufen. Boah, ist das nicht mega teuer beim Strom? Ja, doch. Oh, wie viel verdienst du bei deinem Nebenjob nochmal? Eben. Ja, ich weiß nicht, vielleicht können meine Eltern etwas vorspeisen. Ich denke nicht, dass sie das machen. Haben sie beim Van auch gemacht, also. Ja, damit du wegbleibst. Oha! Ich bin nicht so unanständig wie du, vergiss das nicht. Ey, Alter, ich bin auch nicht unanständig. Nur weil man straight up als Nutte von der Stadt bezeichnet wird, wenn man mit Barren rummacht. Ah, und oh mein Gott, ich habe letzten Samstag mit einem Typ rumgemacht und er war so süß gewesen. Ja? Ja, Alter, und dann einfach im Belvedere gespeist. Ich meine, ist doch mega teuer. Kenn ich ihn? Ja voll, der Lorenzo, der geht doch mit ihrer Klasse. Hä? Was ist? Hängt da, Jungs. Hey, ciao, Mann, was läuft? Also, du hast jetzt schon zum zweiten Mal deine 2 Gramm nicht zahlt. Wenn wir Business mit jemandem machen, wollen wir das seriös regeln. Und dann wollen wir keinen, der da so auf Broke tut, so wie du. Also, ist das Geld dabei? Broke müssen meine Ex-Freundin noch bezahlen, meine Eltern haben mich rausgerührt. Und einfach, Bro, es ist alles. Ey, nein, Amigo. Ich kann dir das Geld besorgen. Bro, du kommst es. Ey, ich kann dir das Geld besorgen. Ich bekomme das irgendwie zusammen. Du bekommst das Geld von mir. Kollege, verpiss dich einfach. Bro, du bekommst das Geld das nächste Mal. Kann ich nicht noch einmal. Bro, es ist nicht dein Scheiß ernst, oder? Bro, ich kann nichts dafür.
Du weißt, wie das ist. Bist mal ein bisschen ein Mensch, Mann. Also gut. Bekommst du es? Danke, wirklich, Bro. Was soll der Scheiße? Hey, Lore, was ist los? Putzdade. Du hast nicht mit dem scheiß Piss rumgemacht, oder? Du weißt gar nicht, wie viel Scheiße drin steckt. Hey, Alter, chill mal, einfach auf nur ein bisschen Gras. Er ist gewalttätig im Fuckboy und hat reiche Eltern. Hey. Ich weiß nicht, was er für Komplex hat. Hey, Alter, du bist voll fies, chill mal. Ja, sorry, du hast noch nie sein wahres Gesicht gesehen. Alter, ey, ich kann heim, sorry, ich hab Bock auf das. Ich bringe sonst morgen Ort mit. Und mach nicht mit ihm um. Ja, ja. Ich mache einen Vortrag mit ihm. Ah, was? Wirklich? Über was? Über Klostergeschichte. Hä? Hey, oh mein Gott, ja, euer Kloster ist so fancy, Alter. Aber übernimm dich nicht. Nein, verpiss dich jetzt. Alter, fuck off. Hallo? Hoi. Bist du ready zum Vortrag machen? Ich hätte nicht gedacht, dass du kommst. Hast du ein Problem damit? Egal. Was? Also wie du wohnst, ist ein bisschen... Hast du ein Problem damit? Nein, chill mal. Warum bist du so angespannt? Du gehst Leute blutig schlagen, bist kriminell und fragst mich, ob ich ein Problem damit habe. Was kommst du mir jetzt überhaupt mit dem rein, was ich in meinem Privatleben mache und das scheißegal sein? Vor allem so wie dein Venus sieht, könntest du eine von denen sein, die bei uns bezieht. Also bist ruhig. Weißt du was? Ich mache den Vortrag alleine. Ich schicke dir den Scheiß zum Reden und wir haben nie wieder was miteinander zu tun. Also gut, passt für mich. Aber wäre ich dich, würde ich mir noch einen Wunderbaum für dein Auto kaufen. Stinkt ein bisschen. Ey, verpiss dich einfach. Charmant. Was läuft bei dir? Ja, und wie ist gelaufen? Ist gut sie. Und sie wohnt wirklich in dem Ding? Bro, du musst überlegen, gell? Sie ist so voll der Weltfrieden-Hippie und so. Und jetzt hat sie irgendwie das Gefühl, sie muss mir vorschreiben, was ich machen muss. Weil ich wette mit ihr irgendein ist, dass sie mir noch vorwerfen, dass ich mit ihrer besten Kollegin rumgemacht habe. Oh, Bruno, ist ihre beste Kollegin? Ja, Bro, und sie. Was ist? Psst. Hey. Hi. Läuft das immer noch? Ja, Bro, normal. Bro, Anja, ich will einfach nicht erzählen, über was sie den Vortrag macht. Gell? Ja, das ist scheißegal. Ja, schon klar, aber nachher schickt sie mir das so ein Abend vorher und nachher einen riesen Arsch ist, das zu lernen. Gell? Bro, was machst du? Wann fahren wir los? Ich muss den Schlüssel umdrehen, 10 Mal, dass ich nicht rausgenommen werde. Mein Scherz. Das ist ein Ritual, das mein Glück. Ah, was? Der Dani hat mir erzählt, dass er den Junkie zusammengeschlagen hat. Ja, Bro. Das war krass gewesen, gell? Aber jetzt macht er kein Problem mehr, oder? Nein, Bro, der ist ein Kick, Alter. Ich meine, wenigstens wird er jetzt hoffentlich mal clean und bekommt sein Leben im Griff. Und ja, Bro, fahr los. Ja, ja. Es läuft eigentlich gut, Tobi. Ja, Maria hat mir gesagt, dass ich zu ihr kann. Oh, was? Wow, ja. Nice. Bro, mach lieber mal den Führerschein, dann wird er dein Auto nicht mehr. Ja, ja, mal schauen. Should I go? If you say that you are mine,
I'll be here till the end of time. So you've got to let me know. Das Zisterzienserkloster Wettingen, heute die Kantonsschule Wettingen, wurde im Jahr 1227 gegründet und erbaut. Ritter Heinrich von Rapperswil, ein ehemaliger Kreuzritter, hatte das Land erworben und stiftete darauf für das eigene Seelenheil ein Kloster. Ritter Heinrich von Rapperswil sei auf der Fahrt ins heilige Land Israel in Seenot geraten. In seiner Verzweiflung hat er gelobt, im Falle der Errettung ein Kloster zu stiften. Als sich der Sturm gelegt hat, ist ein heller Meerstern am Himmel erschienen. Nach seiner Heimkehr vergaß der Rapperswiler das Gelübde. Erst als ihm auf einem nächtlichen Ritt der Meerstern abermals erschien, kam die Klostergründung zustande. Eines der dunkelsten Kapitel war der verheerende Klosterbrand von 1507, wo das Kloster praktisch bis auf die Grundmauern niederbrannte. Die Mönche erzählten von hochschießenden Flammen und den erstickten Schreien im dicken Rauch. Im 19. Jahrhundert entbrannte ein Streit um den Besitz der Klöster. Auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzungen wurden alle aargauischen Klöster im Jahre 1841 durch einen großrätlichen Beschluss aufgelöst. Leopold Höchle, der letzte Abt des Klosters, musste mitsamt seiner Gefolgschaft den Kanton verlassen. 1864 verstarb dieser. April 1841. Der Streit um die Klöster ist im vollen Gange und man will uns unsere ewigen Hallen entziehen. Doch das Kloster besitzt neben dem Aussehen so eine Pracht und solch einen Edelmut, dass es ihm nicht anmute, einst irgendein Kuhstall zu werden oder dergleichen. Doch auch will ich nicht verleugnen, dass unser Kloster behaftet ist mit einem Schrecken aus längst vergangener Zeit, welchen ich nicht kundgeben werde, denn er ist zu grauenvoll. Doch er gehört zum Kloster dazu, genauso wie seine Reichtümer und seine Pracht. Darum werde ich, genauso wie meine Vorgänger, dafür sorgen, dass dies schreckliche Geheimnis auf alle Ewigkeit bestehen bleibt, auf das sich eines Tages der Mutige traue, es laut auszusprechen. Nach mir soll der nächste Hüter des Klosters das Geheimnis tragen und die folgenden nach ihm, wer auch immer dies sein mag. Doch sie sind zu ewigem Schweigen verpflichtet und müssen es hüten bis auf ihren letzten Atemzug. Hiermit beende ich mein Schreiben, lieber Leser. Ich hoffe, Sie können das Kloster immer noch in voller Pracht genießen, auch wenn Gott nie da war.
front, aber wie kannst du etwas glauben? What the fuck, was ist los mit dir? Hoi du, ich... Wegen lutschst du mir erst wegen Vortrag oder was? Ja, und etwas anderes. Ich find's übrigens richtig scheiße, dass du mir nicht erzählst, über was es im Vortrag geht. Ja, sorry, ich hätte nicht gedacht, dass dich interessiert, aber... Ja, mach ich auch nicht. Ich schreibe gerade über das Kloster und... Ah ja, mega spannend. Und ich habe in der Recherche so einen Brief gefunden. Ja. Es geht angeblich um ein Geheimnis an dieser Schule. Ah ja, und du glaubst das? Ey, Alter, lass mich doch mal zu. Warum erzählst du das überhaupt mir? Ich hab gemeint, du hassest mich. Sorry, du bist so ein scheiß Arschloch. Ich sag dir... Wer ist das gewesen? Einfach eine von meiner Klasse. Gehst du mir fremd? Nein. Habe ich das richtig verstanden, dass momentan Corona-Massnahmen eine freiwillige Entscheidung sind? Ja, also wir haben einen gewissen Spielraum gehabt bei den Massnahmen, die wir verhängt haben. Und jetzt ist das Gröbste durch und die meisten sind geimpft und die anderen wollen wir auch nicht zwingen zu einer Impfung. Okay, super. Ich danke Ihnen für die Rückmeldung und... Das war es mit der heutigen KSW News und wir wünschen euch noch wunderschöne Herbstferien. Ciao zusammen! Merci vielmals, dass ihr uns geholfen habt in diesem Video. Sehr gerne. Ich muss auf den Bus gehen. Anja, kannst du dich ums Equipment kümmern? Ich... Ja, gut, danke. Tschüss! Und, wie geht es Ihnen so? Sie sind jetzt in der dritten FMS, oder? Ja, genau, ja. Und Deutsch haben Sie bei wem? Beim Herrn Pfleghardt? Ja, beim Pfleghardt. Wir haben jetzt gerade einen Vortrag bei ihm. Paul, hoi, bei mir. Grüezi. Grüezi, Herr Bigel. Wir müssen unbedingt über das Teehäuschen reden. Ich habe schon wieder Jugendliche gesehen, die, weißt du, wo... Das Teehäuschen, ja. Können wir das in einer Stunde machen? Ich hätte noch ein paar andere Sachen. Also gut, in einer Stunde? Ja. Dann komme ich wieder. Ja, 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 ja. Entschuldigung. Ja, eben, also im Deutsch machen wir ja einen Vortrag. Und dort habe ich das Thema Kloster gewählt. Jetzt bin ich aber letztens in der Bibliothek gesehen und habe jetzt so einen Brief gefunden von 1840 mit einem Geheimnis drin. Ich muss beim Herrn Begolo wegen dem Teehäuschen noch. Ja, sie findet ja schon raus, oder? In dem Fall. Ade. 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 Ja, du kannst es einfach nicht lassen, oder? Das ist Prinzipsache. Sollte ich das jetzt verstehen? Alter, das Leben mir zulassen, das ist einfach Prinzipsache. Lass mich rein. Alter. Ist das dein Kekbrief oder was? Lies einfach. Kreativer Typ. Und das habe ich vorher heimlich bei den KSW-News aufgenommen. 40? Mit einem Geheimnis drin? Ich muss beim Herrn Begolo wegen dem Teehäuschen noch. Sie findet ja schon raus, oder? In dem Fall. Ade.
Wow, okay. Spätestens jetzt sollte man dem nachgehen. Was willst du jetzt machen? Wenn wir auf Safari-Tour gehen oder was? Nein. Weißt du, wie wär's, wenn du mal einen besseren Weg einschlägst? Aufhörst zu stylen und Fuckbeziehung mit Aguna rumzumachen? Also, Anja, häng kurz. Nimm noch kurz deinen Brief mit. Halte! Woher weißt du überhaupt, wo ich wohne? Soll ich schon gesehen haben? Dem nachgehen. Hey. Jo? Kommst du mit? Vorne? Ich gehe in den Geheimgang vom Kloster. Ah, du brauchst doch keinen Grund. Alter! Folg mir. Hey, ich habe langsam echt keine Lust mehr auf das. Wir laufen da nur so random rum. Und was haben wir davon? Chill mal, bis jetzt ist keiner gekommen. Es kommt keiner da. Nichts. Hey, ich bin schon so oft auf, noch nie ist irgendjemand gekommen. Hörst du irgendjemand? Ja, gerührt werden. Hey, du bist die, die mit dem Brief kommst. Ja, aber nicht für so einen Scheiß. Menke, mit dir kann man auch noch mal Blümchen pflücken und auf den Weltfrieden warten. Weißt du was, du kannst mich mal. Ja, lecker. Ja. Ciao, Bro. Bro, weißt du was? Ich habe eine Idee. Safe, ich bin schon ein paar Mal da hochgegangen und ich hab schon... Weißt du, ich fliege immer von der Schule, wenn wir so etwas sehen. Ja, Bro, normal, aber da sieht uns keiner. Höchstens abwärts kommen wir da hoch. Also, hol vor. Bro, hoffen wir einfach, dass wir hier den Turm nicht abbrennen. Es ist schon Zeit. Kennt ihr Teilis? Hä? Vielleicht hast du schon mal so eins gefunden. Bro, ist der Joint wieder? Ja, aber da. Bro, seit wann kannst du eigentlich so gut bauen? Bro, ein Kollege aus Bern hat mir das gezeigt, der kann weiss gut bauen, Mann. Yeah.
Spinnerei Wettingen. Der nordöstliche Aargau ist dank seiner großen Flüsse im 19. und im 20. Jahrhundert zu einer Industrielandschaft seltener Dichte gewachsen. Viele der ehemaligen Fabriken und Kraftwerksbauten stehen noch und legen Zeugnis ab von einer Kultur, welche die Menschen in der Region nachhaltig geprägt hat. In den meisten Regionen der Schweiz begann die Industrialisierung während des Ancien Régime, also vor 1800. Zuerst in der Form der Heimarbeit, später in Manufakturen. Im Berner Aargau siedelte sich die Baumwoll- und Leinproduktion an. Im Wienen- und Seetal die Tabakverarbeitung und im Freiamt die Strohflechterei. Ja, hat jemand noch Fragen zu unserem Vortrag? Ja, Wille. Bei diesem Klosterbrand 1507 sind dann auch eure Gehirnzellen verbrannt. Okay, danke fürs Zuhören und ja. Nein, 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 hört schon auf, ist ja gut. Anja und Lorenzo, das ist das Schlechteste, was ich seit langem von Ihnen gesehen habe. Sie hatten die ganzen Ferien lang Zeit, sich vorzubereiten. Lorenzo, was haben Sie in den Ferien gemacht?
Anja, was ist mit Ihnen los? Ihre Gesichter sagen genug. Setzen Sie sich. Und das soll nie wieder vorkommen. Nicht passiert, gell? Safe nicht. Schiss. So bin ich auch Ehrblatt dran. Thank you.
weiter unten. Hey, der Mönch, der das zeichnet, der ist ja so ein Hurensohn. Hey, weißt du, wenn das auch irgendwie ein Mönch reinversetzen, dann vergräbt das ja nicht einfach ohne Grund. Hey, Anja, du hast manchmal so komische Einfälle, gell? Ja, wenn wir uns das vorher nicht überlegen, dann graben wir es lang, bis wir Kiesgrube haben, du Idiot. Komm los, graben wir da. Okay. Los, grab. Das war von Anfang an eine scheisse Idee gewesen. Du hast dem genau zugestimmt wie ich. Ey, jetzt fang nicht wieder Schritt an. Das ist ein richtig schlechter Zufall, oder? Jetzt lesen. Nein, gehen wir. Wirklich? Ja. Also. So, damit das Thema beendet. Und ich kann noch gar nie mitsehen. Das ist gut, Mann. Roger, ich habe da noch etwas für dich. Sie sind der Lorenzo Steiner, schon mehrmals im Strafregister auftaucht. Unsittliches Verhalten und ein bisschen Drogenhandel mit 14. Und Sie sind Tanja Krüger. Der Einsatzbericht hier zeigt mir, Sie sind heute Nacht um 23:45 Uhr festgenommen worden. Sie wären verdächtigt, einen Einbruch ins Hauptgebäude von der Kante Wettiger gemacht zu haben, mit einem Spaten und einer Schaufel. Mögliche Sachbeschädigung haben wir bisher nicht feststellen. Aber jetzt sind Sie da. Hey Anja, lass mich. Also zuerst mal, wer hat uns überhaupt gemeldet, dass Sie einfach so mitten in der Nacht im Kloster auftauchen? Die Meldungen sind anonym und wenn sie nicht anonym wären, würden wir es Ihnen gleich nicht sagen. Aber die Türen waren einfach offen. Die Türen ist gewaltsam aufgebrochen worden. Also erzählen Sie mir doch nichts. Die Türen waren halt wirklich offen. Können Sie das beweisen? Ja, nein, natürlich nicht. Aber vielleicht sollten Sie sich einfach mal um den anonymen Anrufer kümmern, weil der kommt mir nämlich sehr komisch vor, dass der einfach so mitten in der Nacht im Kloster rumschleicht. Jetzt hören Sie mir mal zu. Ihre Respektlosigkeit habe ich satt. Jetzt ist fertig. Jetzt erzählen Sie die Wahrheit an. Sie sind also unbefugt ins Schulgebäude eingedrungen. Kanti Wettiger ist ja ein öffentliches Gebäude, oder nicht? Ja, aber... Ja, in dem Fall sollte es ja kein Problem darstellen, wenn wir dort einfach so rumlaufen. Vor allem sind wir sowieso Schüler von dieser Schule. Also so. Haben wir ja nichts Illegales gemacht, oder? So einfach ist das nicht. Sie sind, so wie da steht, mit einer Ladung Gartenwerkzeug verhaftet worden.
Haben Sie sich nicht selber ein bisschen dumm vor? Ja, aber seit wann ist es illegal, mit Gartenwerkzeugen in die Gegend rumlaufen? Vor allem finde ich das sehr suspekt von Ihnen, dass Sie uns jetzt irgendetwas wie Sachbeschädigung vorwerfen, obwohl Sie bis jetzt noch gar nichts haben können beweisen. Das habe ich Ihnen noch gar nicht! Kümmern Sie sich lieber mal um den Typ, der Ihnen angerufen hat, weil der kommt mir nämlich viel krimineller vor, dass er extra Türen aufbricht. Vor allem weiss ich, wie die Türen in der Kantinwette gebaut sind. Die sind schon recht schwer. Ja, finde ich halt auch, weil solange man sich an das Gesetz hält, ist das jedem selber überlassen. Wir haben das gemacht, also ist alles in Ordnung. Wie sieht es aus? Lassen Sie gehen. Nein, aber Sie sind... Wir können nicht beweisen. Oder hast du irgendeine Brechstange oder ein ausgehangenes Grab gefunden in diesem Kreuzgang? Nein, aber seine Fingerabdrücke sind... Das nützt sich nicht. Sie erzählen die ganze Zeit, Sie sind dort durchgelaufen. Nimm sie mit, raus. Verstanden. Schönen Abend. Nein, nie wieder machen wir das. Hey, ich habe schon Schlimmeres gesehen, gell? Übrigens, danke, dass du uns rausgeschnurrt hast. Kein Problem, ich habe schon ein bisschen Erfahrung mit dem. Was machst du jetzt noch? Hey, ich komme zuerst mal heim, erzähle meinen Jungs, was passiert ist und komme direkt pennen. Übrigens, haben wir da noch so einen Brief zum Öffnen? Stimmt, ja. Ja, hast du vielleicht Lust, morgen vorbeizukommen? Ja, eigentlich bin ich rum, ja. Okay. Viel Spass. Merci, dir auch. Ciao, ciao. Ciao. Jetzt hänge ich sogar noch mit der. Liebe Schülerinnen und Schüler, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Mit dieser Botschaft muss ich Ihnen mitteilen, was gestern bei uns vorgefallen ist. In der letzten Nacht hat ein Einbruch im Park und in unseren Räumlichkeiten stattgefunden, wo durch zwei Schüler von unserer Schule durchgeführt worden ist. Ich bedauere zutiefst, dass zwei Menschen in diesem jungen Alter sich durch ihr unreifes Verhalten ihre Zukunft verbauen. Trotzdem sehe ich mich als Rektor gezwungen, die nötigen Konsequenzen zu ziehen. Beide Schüler werden von der Kantinwettigen verwiesen. Ich möchte Ihnen mit dieser Ansprache ans Herz legen, darauf zu achten, welche Schritte Sie machen im Leben. Sie befinden sich in einer Welt voller Möglichkeiten, die Ihnen eine Schule wie unsere bietet. Nutzen Sie die. Machen Sie es gut. Scheiße, wa? Ja. Willst du etwas trinken? Gern. Merci. Ach ja. Und, wie läuft's? Also meine Mama möchte, dass ich eine Lehre anfange. Aber ganz ehrlich, ich habe gar keine Lust drauf. Darum mal schauen. Ich hänge einfach mit meinen Jungs und dann schaue ich weiter. Und Text? Ja, eigentlich schon, aber ich weiss natürlich schon, dass das langfristig nicht läuft. Darum mache ich jetzt einfach mal weiter, bis ich irgendeine nice Alternative gefunden habe. Und dann höre ich auf. Und was ist mit dem Van? Der ist geil, oder? Also irgendwie nicht so mies. Also jedem das Seine. Also. Ja, ich finde es eben hure geil, weil ich habe einfach meine Ruhe, bin in der Natur draußen. Wie machst du es mit dem Strom? Du musst den anzapfen? Nee, ich habe einen Stromzähler. Hey, glaub mir, du hättest die perfekten Voraussetzungen zum Strom anzapfen. Dort hinten direkt einen Strommast, der könnte dir helfen beim Anzapfen. Nein, ist schon gut. Okay, wenn du meinst. Gibt es einen? Ist gutes Zeug. Ja, weißt du,
Aguna hat mir das gegeben. Ich glaube, das ist sogar dein Zeug. Das kann sein, merci. Das mit dir tut mir übrigens leid, gell? Ja, du, kein Problem. Jeder kann machen, was er will. Willst du sounden? Ja, fix. Hey, nein, was ist das? Hey, gib mir dein Handy. Schuhe, hey, lass mich senden, komm. Das ist voll der nice Song. Das lassen dich und meine Jungs immer, wenn wir heißen. Du, ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss. Was? Ja, ich habe dich schon ein bisschen wie ein Arschloch behandelt. Ja gut, aber für mich ist es normal, wenn man bedenkt, wie ich mich verhalte und wie Leute über mich reden. Ja, weißt du, es gibt keinen Unterschied zwischen einem Barkeeper und einem Drogendealer. Beide verkaufen Gift. Ja, aber das Ding ist, ich habe dem einfach eine Flasche überzogen. Ja, dort, wo es gesessen ist, musst du halt irgendwie anders handeln. Ja, es ist so. Also wenn du selber nicht unterdrückt werden willst, dann musst du halt Unterdrücker sein. Das ist hure dreckig. Ich meine, ich komme aus einem reichen Elternhaus, ich habe von klein auf alles gehabt. Und irgendwie brauche ich jetzt einfach den Kick. Musst du eigentlich irgendwann noch gehen, oder? Wegen Mensch? Ja, ich habe da noch etwas für dich. Den Brief, oder was? Sag mal. April 1841. Ich habe die letzten Nächte wachgelegen. Wenn die Glut im Kamin nach und nach erlischt, kriechen die Schatten in unhaushaltbarer Langsamkeit die Wände meiner Schlafkammer empor. Draußen stürmt die Nacht. Leise bin ich zurück zu meinem Tisch geschlichen, damit ich dies Schreiben, welches du nun in Händen hältst, verfassen kann. Die Last des Schreckens soll fortan nicht mehr auf meinem Grabstein lasten. Den Menschen, die dies Schreiben entdeckt und deuten konnten, gebührt die Ehre zu erfahren, was längst hätte erfahren werden müssen. Die Dunkelheit herrscht schon lange in den längst vergessenen Katakomben unter den Gemäuern von Maris Stella. Ich habe es mit meinen Augen gesehen. Die Ehre gebührt von nun an Ihnen. Den Eingang finden Sie auf der Rückseite. Ich freue mich, Sie im Himmel eines Tages kennenzulernen. Oh mein Gott! Krass! Ey, aber meinst du, das ist echt? Ey, ja, sorry, aber welcher Spaß? Gerade in die Bibliothek. Lass dort einen Brief 100 Jahre liegen und noch einen anderen vergraben im Garten. Gell, und vor allem, wie der Schulleiter noch reagiert hat. Eben ja. Außer er hat uns geprankt. Okay, nein, dann wäre es verdammt gottlos, dass er uns von der Schule gerührt hat. Stell dir mal vor, der Schulleiter in der Nacht mit der Schaufel am Graben. Hey, okay, beruhig dich. Ey, was wollen wir jetzt mit dieser Info machen? Gehen wir dem nach? Ja, safe. Oha, seit wann so kriminell? Ja, ich schau mal, wir sind von der Schule geschmissen worden. Ich bin hier in meinem Van und du bist eh kriminell. Was haben wir zu verlieren? Vor allem stell dir vor, nachher ist einfach so ein Goldschatz oder so dort. Boah, wie wir Cash machen. Und okay, es kann sein, dass ein Massengrab oder so dort ist. Das wäre dann nicht so geil. Ja, vor allem stell dir mal die Publicity vor, die wir haben werden, wenn wir in allen Zeitungen vorkommen. Wir werden so ein erfolgreiches Leben haben. Das ist wie ein Butterfly-Effekt. Hey, ich habe keine Ahnung, was das Butterfly-Dings da ist. Ist das irgendwie so ein Hippie-Begriff? Nein, das ist, wenn es so eine Kettenreaktion von Ereignissen gibt. Also, das heisst, dass unser Leben fucking erfolgreich wird, wenn wir in der Zeitung stehen. Hey, ich bin voll high. Machen wir es jetzt oder machen wir es nicht? Hey, wir machen es. Also, dreht die Prüfung.
Hey, ich bin sicher, dass es eine gute Idee war. Wir sind schon gut tätig gestern. Du hast dem genauso zugestimmt wie ich. Und außerdem bist du in den Abenteurer. Das kann nicht sein, oder? Also ohne irgendwie einen Dietrich oder eine Explosion können wir da nicht rein. Ja, was machen wir jetzt? Hey, ich kümmere mich darum, dass wir da irgendwie reinkommen. Und nachher treffen wir uns morgen wieder und gehen morgen Abend. Hast du eine Fahrt? Ich... Also, ich kann dich sonst schon mitnehmen, wenn du willst. Wo sind wir da genau? Das ist genauso benervt und hinten drin wie du. Also fahr weiter. Nein, die ist voll entspannt. Schau, die ist hier mit ab vom Schuss. Wenn sie beim nächsten Dorf ankommt, hat sie die Platte an den Scheichen. Das soll sie schnell machen. Aha, entspann dich. Wir haben doch überhaupt keinen Zeitdruck. Was ist denn das genau? Dein Ernst? Ja, ich habe so etwas noch nie vorher gesehen. Ist das so Kannst du deinen Fuß auf das Gaspedal legen und mich standen von da wegbringen? Hey, entspann dich mal. Komm runter, wird locker. Ich bereue, dass ich mit dir mitgefahren bin. Ich verdecke die ganze Drogenszene von euch nicht. Ja, du bist auch noch verklemmt von deinen Eltern her. Die lassen ja auch noch da den blöden Ländler und so. Eure Beatles verherrlichen Drogen in einem ungesunden Mass. Ich kann mich einfach nicht an das angewöhnen. Und allgemein, ich sehe aus wie Obdachlose. Am Anfang habe ich gedacht, es hat vielleicht seinen Charme, seinen Reiz. Aber nein, es hat keinen Charme, es hat keinen Reiz. Es ist einfach nur dumm und eine reine Zeitverschwendung. Also das kann ich so nicht bestätigen. Beatles, das ist eine geniale Band. Die machen super Musik immer. Und Drogen verherrlichen die sie eigentlich auch nicht wirklich. Sie konsumieren es einfach. Was ist? Also, Adi, ich muss noch die wunderschöne Dame hier heimbringen.
Hey, von wo ist jetzt der? Sag doch. Ist das jetzt ein Mafia-Film oder was? Holst du dir jetzt irgendwie Geld von mir, weil ich es dir schulde? Oder habe ich irgendwie deinen Brüder entführt und jetzt muss ich mit dir mitkommen? Alter, ja. Nein. Schau, ich habe einfach nicht gewusst, dass ausgerechnet du hier wohnst. Und was ist so speziell, dass ich hier wohne? Also, dass du hier wohnst, ist sekundär. Aha, also geht es darum, wo ich wohne? Pff, exakt. Und was ist so speziell daran, dass ich jetzt hier wohne? Einiges. Ach komm. Leg doch einfach deine Karte auf den Tisch, wirklich. Was willst du von dem alten Schuppen da? Also schau, es geht darum. Also da unten bei der Straße ist also eine Tür. Wo führt die hin? Schau, du machst dich einfach nicht sympathischer bei mir, wenn du meine Zeit verschwendest. Alter, wart! Schau mal, es sind genau so Leute wie ihr, wo in den Ausgang gehen und einfach irgendwelche Leute anpöbeln, um nachher einen Grund dafür zu haben, ihnen eine Flasche über den Kopf zu ziehen. Und jetzt kommst du zu meiner Tür und du stellst mir Fragen über meine Tür, du willst Sachen wissen über meine Tür und dann erwartest du von mir, dass ich dir auch noch Antworten gebe über meine Tür. Alter, deine Tür hat nichts damit zu tun, was ich privat mache. Alles, was ich brauche, ist ein Zugang. Also willst du jetzt einfach in den Keller voller Privatgegenstände. Nimm deine Privatgegenstände doch einfach raus und lass mich rein. Nein, also, er braucht schon ein bisschen mehr als deine Überredungskunst, damit ich dich in meinen Keller reinlasse. Was vorder ist? 3 Gramm. Ich gebe dir 1. 3. Alter, nein. Schau mal, du kommst da an. Du willst irgendwie Sachen von mir und dann erwartest du von mir, dass du nicht meine Forderungen erfüllen musst. 3 Gramm. Und jetzt? Ja, sollst du wissen. Ja, wo führt das Tor an? Ja, in unseren Keller. Hast du da gar nicht, was du schon die ganze Zeit überhaupt da machst? Und kann es sein, dass in deinem Keller irgendwie so ein Tunnel ist oder so? Es hat ein Loch hinter einem Weinregal. Mhm. Unser Grossvater hat uns dort immer Gespenstergeschichten erzählt und hat gesagt, es sei wahnsinnig gefährlich und so dort reinzugehen. Ah, er war übrigens mal Rektor von der Kante Wettigen. Hast du das gewusst? Nein. Und ja, ich habe noch etwas für dich.
Und jetzt? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kasse News. Das sind die Themen der Woche. Wir haben letzte Woche jeden Wasserhahn in der Schule getestet und geschaut, welcher am besten schmeckt. Doch zuerst noch ein ernstes Thema. Die beiden Schüler, die von der Kante Wettigen geflogen sind, sind immer noch nicht aufgetaucht. Und keiner weiss, ob unsere Schule etwas damit zu tun hat. Die Gerüchteküche brodelt. Der Herr Rektor Zübli hat sich immer noch nicht dazu geäussert. Ja, ich wäre soweit. Wir können anfangen, Sie können einschalten. Liebe Schülerinnen und Schüler, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich muss mich zu den Geschehnissen der letzten Woche äußern. Nach wie vor werden die beiden Schüler, die bis vor kurzem unsere Kante besucht haben, vermisst und wir müssen das Schlimmste annehmen. Ich bedauere zutiefst die ungewisse Situation für die Angehörigen und für den Freundeskreis. Ach du Scheiße. Wir denken an Sie und wünschen Ihnen viel Kraft in dieser schwierigen Situation. Die Vorwürfe, unsere Schule würde damit in Verbindung stehen, denen werde ich persönlich nachgehen. Als Rektor der Schule sehe ich mich verpflichtet, die Wahrheit aufzudecken. Okay.
Jetzt gehen wir Wasser testen. Accept this.